der Alpquell Checkerbande. Es war viel los dieses Jahr. Gleich im Januar habe ich wohl eines meiner coolsten Tore geschossen. Abelshauser, das gut. Abelshauser! Den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit beim Derby gegen Augsburg. Super Gefühl, nach so einem Treffer auf unsere Nordkurve zuzufahren und alle jubeln zu sehen. Leider war es ein paar Wochen später erstmal wieder vorbei mit dem Eishockey. Durch das Coronavirus konnten wir keine Playoffs spielen. Es war extrem schade und ungewohnt für uns, dass so früh im Jahr Schluss mit Eishockey ist. Die Zeit haben wir uns aber trotzdem gut vertrieben. Gemeinsam mit meiner Frau Erika und unserem Hund Luna bin ich auf den Bauernhof meiner Eltern eingezogen. Und dort habe ich auch das einzig wahre Conny-Bauernhof-Training erfunden. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Außerdem war ich vom Hof aus auch super schnell zum Wandern in den Bergen. Ein paar meiner Teamkollegen habe ich auch mal mit auf den Herzogstand genommen. Was für ein schöner Tag. Ein weiterer toller Moment war auch die inoffizielle Checkerbanden-Hauptversammlung. Da haben wir unser neues Maskottchen Mike begrüßt. Es freut mich, dass ihr Mike so herzlich bei uns aufgenommen habt. Leider habe ich mich vor kurzem erneut verletzt. Aber solche Rückschläge gehören zum Sport dazu. Davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Und jetzt freue ich mich erstmal auf das Weihnachtsfest mit meiner Familie. Auch Luna feiert mit. Sie kann ja zum Glück nicht lesen. Deshalb verrate ich euch hier, was sie zu Weihnachten bekommt. Ein neues fesches Halstuch und eine extra dicke Scheibe Leberkäs. Da wird sie sich freuen. Wem schenkt ihr etwas Besonderes? Ich wünsche euch frohe Feiertage und hoffe sehr, dass wir uns bald mal wiedersehen können. Euer Conny.